Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Purpurbox von Animus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das Nachfolgerelease zu Beast Mode. Nachdem Beast Mode ja eher ein bisschen härter war vom Inhalt her und ein bisschen mehr so Battle und Beef-Texte, ist Purpur sehr nachdenklich und mit vielen deepen Tracks und speziell so die Frauenthematik und das Thema Liebe. Okay, wir sehen hier auf dem Cover Animus vor einer purpuren Wand stehen und hier steht Animus Purpur im Burberry Hemd. Die Unterseite ist schwarz. Hier zieht sich die Wand, das Design weiter. Animus Purpur lesen wir hier oben. Hier auf der linken Seite ebenfalls wieder die Wand. Und auf der Rückseite sehen wir, okay, Purpur nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch die Welt eines Künstlers, der auf seinem Weg viele Höhen und Tiefen erlebt hat und keine Angst hat, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Kompromisslose, ehrliche Texte, die keine Frage offen lassen. Höchstens die Münder der Hörer. Und hier finden wir noch die Inhaltsangabe. Wir haben hier 2 CD Premium Edition, T-Shirt in Größe L, ein A3 Poster, A6 Autogrammkarte und Sticker. Und hier noch die Credits. Gut, dann schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Es ist keine reguläre Clubbox, sondern es ist eine, wo der Deckel abzunehmen ist, wenn man ihn aufbekommt. So. Also wie gesagt, Deckel könnt ihr abnehmen, ist komplett in schwarz, also innen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben ein T-Shirt, einen Sticker, eine Autogrammkarte, ein Poster und das Album ist hier eingefasst im Cover, beziehungsweise hier in diesem Einleger der Hülle. Hier rausnehmen und nachdem das hier nur so ein Einleger ist, kann man den natürlich auch entfernen. Ich werde meinen entfernen, da hat man dann mehr Platz in der Box. Sieht auch, finde ich, schöner aus und das Album stelle ich dann sowieso ins Regal. Alles klar. Gut, dann kommen wir zum Album. Wie immer fangen wir mit dem Album an. Animus Purpur Premium Edition steht hier. 2 CDs. Und wir sehen hier den guten Mann mit 2, ja, nackten Damen am Cover. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal Animus. Und wir haben 5 Features auf dem Album, allerdings alle von einer derselben Person. Und zwar Mark Figuli. 5-mal. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Gesangsfeatures sind. Und wir sehen hier noch den Vermerk inklusive Instrumentals-CD, die natürlich dann auf der zweiten CD zu finden, die Instrumentals. Hier haben wir einmal das Booklet, das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wenn wir es hier rausbekommen. So sieht das Ganze aus, relativ dünn gehalten. Hier haben wir ein langes Zitat aus dem Track Rosa-Rot. Dann hier ein langes Zitat aus dem Track Purpur. Hier nochmal die gesamte Tracklist inklusive der Infos über Produktion, Beats etc. Und hier haben wir nochmal eine Ansprache von Animus und hier noch eine Danksagung und hier nochmal Schmerz. Könnt ihr gerne das Video pausieren und euch das in Ruhe durchlesen. So, das Booklet zurück in die Hülle.
Die CD ist in Schwarz gehalten mit weißer und lila bzw. purpurner Schrift. Und auf der anderen Seite befindet sich CD Nummer 2 in weiß gehalten und hier noch der Vermerk Instrumentals. Und hier ganz hinten sehen wir nochmal Animus vor dieser purpuren Wand. Also das Farbkonzept zieht sich wirklich komplett durch. Dann haben wir eine Autogrammkarte, ebenfalls wieder vor dieser Wand. Animus, schöne Unterschrift mit weißem Stift. Purpur Animus steht hier. Rückseite weiß, sehr schön. Dann haben wir diesen Sticker, relativ groß, Querformat. Also er ist von der Größe genau wie die Autogrammkarte. A6, wenn ich es richtig im Kopf habe. Stand hier hinten drauf, oder? Jawohl, A6 Autogrammkarte. Sprich, der Sticker dürfte wohl auch A6 Format haben. Ja, das ist wohl eine Rasierklinge und hier steht Animus Purpur. Dann haben wir das Poster. Dieses relativ klein im Querformat. Wir sehen hier Animus wieder mit diesen zwei Damen und links unten der Vermerk Animus Purpur. Rückseite ist blank weiß. Und dann haben wir noch das T-Shirt. Und das T-Shirt sieht folgendermaßen aus: Animus Purpur und auch wieder diese Rasierklingenoptik. Gefällt mir gut. Also ich bin generell ein riesen Fan von Violett. Aber auch wenn das jetzt ein bisschen heller ist, Purpur oder Lila, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, schaut auch gut aus auf schwarzem Untergrund. Und hat man der Kombination auch meines Wissens noch nie gehabt in der Deutschrap Box. Also die Kombination Schwarz-Lila. Fruit of the Loom, Größe L. Und dann haben wir hier noch den Vermerk. Wir haben hier 100% Baumwolle. Und das Ganze ist hergestellt in Marokko. Kann man es lesen? Ja. Hergestellt in Marokko. Okay. Wir schauen jetzt nochmal kurz, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich Animus Purpur in dieser Rasierklingenoptik. Und ansonsten ist das T-Shirt komplett schwarz. Sieht gut aus. Also gerade jetzt, wenn das Licht drauf fällt, ist das Ganze natürlich ein etwas helleres Lila, leicht ja, ins Rosa hinein, aber es schaut in echt dann doch eher purpur und etwas dunkler aus. Ja, sieht echt gut aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt Animus Purpur, dann das Poster im Querformat, der Purpur-Sticker im A6-Format, die Autogrammkarte und die 2-CD-Album-Edition, also einmal das Album an sich und auf CD2 die Instrumentals. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Purpur von Animus. Falls ihr die Musik feiert, falls ihr das Ganze, falls ihr den Künstler unterstützen möchtet, Links in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.